Peace Leute, ich bin's Jonas von Stream of Fortitude und heute geht's wieder weiter mit Trainings Basics. Und zwar habe ich einen richtig guten Artikel gelesen, das sollten wir auch vom Studium aus, über Krafttraining und alle wichtigen Stellschrauben, die es dazu gibt. Und weil ich das wirklich extrem gefeiert habe, habe ich euch den Link nach unten in die Beschreibung gehauen. Das heißt, für alle Leute, die gutes Englisch haben und die sich wirklich interessieren für das Ganze, die können sich das wirklich gerne mal durchlesen, weil es wirklich extremst viele geile Informationen sind, die ihr gratis habt. Für alle anderen, in dem Video werde ich das quasi zusammenfassen, mal auf Deutsch und relativ einfach erklärt. Es geht quasi darum, alle Parameter vom Training, sowas wie zum Beispiel Satzzahlen, Gewicht, wie lange kann man trainieren und welche Frequenz zum Beispiel, wie oft solltet ihr pro Woche gehen, so welche Themen wir jetzt behandeln, und zwar nicht nur für eine Art von Trainierenden, sondern für vier verschiedene Bereiche, und zwar Muskelausdauer, Hypertrophie, das ist das Fremdwort eigentlich für quasi Muskelaufbau, Maximalkraft und dann noch Power, das kann man so beschreiben wie zum Beispiel eine Explosivität, Explosivitätskomponente ist da noch mit drin, das ist zum Beispiel sowas wie Gewichtheben. Also nochmal, Maximalkraft ist ja wirklich reines Gewicht, das sie bewegt, und beim Thema Power ist auch noch die Geschwindigkeit mit drin. Das heißt, sowas für Leichtathleten, sowas ist das halt nochmal ein Ticken wichtiger. In die vier Teile werde ich quasi das Ganze einteilen. Das heißt, ihr werdet die Unterschiede zwischen den einzelnen Kategorien sehen und könnt es dann auch an euer Training anpassen, weil ihr habt individuelle Ziele und mit dem Video könnt ihr euch dann quasi die Stellschrauben genauso hindrehen, wie ihr es braucht. Yes. So Leute, los geht's, und zwar in dem ersten Video erkläre ich jetzt einfach mal die verschiedenen Stellschrauben, die es gibt. Das heißt, passt hier gut auf, damit ihr dann in weiteren Videos immer genau versteht, wovon ich eigentlich rede. Und zwar los geht's mit der Arbeitsweise der Muskulatur. Da gibt's verschiedene Arten, und zwar unterteilt man das Ganze in statisch und dynamisch. Statisch ist relativ easy, haltet zum Beispiel mal einen Liegestütz einfach in dieser Position für eine halbe Minute. Das wäre zum Beispiel statisches Training. Dynamisch wäre dann quasi die ganz normalen Liegestütz. Das Dynamische kann man dann aber nochmal in zwei Teile unterteilen, und zwar konzentrisch und exzentrisch. Konzentrisch bedeutet quasi, dass sich eure Muskelzellen verkürzen oder eure Muskel insgesamt. Das heißt quasi, beim Bankdrücken oder beim Liegestütz wird dieser Teil der konzentrische Teil. Das heißt, eure Muskulatur zieht sich zusammen, ihr kontrahiert. Und die exzentrische Phase wäre quasi das Nachlassen, also genau das Gegenteil. Und diese beiden Teile machen eben das dynamische Training aus. Das könnt ihr quasi abwechseln und könnt es natürlich auch unterschiedlich langsam ausführen. Das heißt, ich werde in den nächsten Videos unterschiedliche Sekundenzahlen nennen. Das heißt dann quasi zum Beispiel, steht da immer auch in dem Skript, das, wo ihr das Ganze nachlesen könnt, steht da zum Beispiel da 1, Doppelpunkt 1, Doppelpunkt 1. Das würde quasi bedeuten, wenn ihr beim Bankdrücken seid, ihr lasst eine Sekunde lang das Gewicht nach unten, haltet es eine Sekunde und tut es eine Sekunde wieder nach oben drücken. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Bei Hypertrophietraining steht aber zum Beispiel 2, 1, 2 da. Das heißt, ihr habt dann ein bisschen eine langsame Ausführung, weil ihr da zum Beispiel mehr Time and Attention wollt für mehr Muskelaufbau. Ist jetzt mal nur ein Beispiel gewesen. Weiter geht's mit der Höhe der Last und dem Volumen. Höhe der Last muss ich nicht viel dazu sagen, das ist meistens in Kilogramm angegeben, das ist quasi wie viele Scheiben haut ihr euch auf die Langhantel drauf oder bei Maschinen, wie hoch steckt ihr das Gewicht ein. Volumen ist quasi die Kombination aus Satzzahl und Wiederholungszahl. Macht ihr jetzt beispielsweise Zweier-, Dreier-Wiederholungen wie im Gewichtheben oder im Maximalkrafttraining kurz vor dem Wettkampf? Oder seid ihr welche, die quasi im 20-Wiederholungsbereich trainieren, dafür nur einen Satz, oder macht ihr 10 Sätze? Das sind quasi verschiedene Stellschrauben, wie ihr euer Training anpassen könnt. Die nächste Stellschraube ist die Übungsauswahl und auch die Übungsreihenfolge. Da geht es eigentlich nicht unbedingt darum, welche Übung ihr genau macht, ob ihr jetzt Front Squats oder Squats macht, das ist jetzt damit nicht gemeint, sondern vor allem sind es Übungen, die isoliert zum Beispiel nur den Bizeps ansprechen, wie zum Beispiel die Bizeps-Curl-Maschine, oder ist es eine Kniebeuge oder Kreuzheben beispielsweise, wo ihr den kompletten Körper drin habt. Da gibt es eben einen Unterschied zwischen Isolationsübungen und Verbundübungen, oder auf Englisch in dem Skript steht immer da Single Joint oder Multi Joint, also geht es quasi, wie viele Gelenke sind involviert. Beim Bizeps Curls wäre es zum Beispiel nur das Ellenbogengelenk, beim Kniebeugen habt ihr das Sprunggelenk, das Kniegelenk, die Hüfte drin und natürlich die Wirbelsäule und so weiter auch noch. Das ist natürlich viel komplexer, und bei manchen Trainingsweisen solltet ihr zum Beispiel darauf achten, dass ihr eben mit großen Muskelgruppen anfangt.
Weiteres dazu dann eben in den einzelnen Videos zu den einzelnen Trainingskategorien. Nächste Stellschraube, die wird ein bisschen unterschätzt, aber das sind die Trainingspausen. Extrem wichtiges Thema, wenn ihr zum Beispiel, kleiner Tipp von mir, die 5x5 trainieren wollt, ihr seid im dritten Satz und ihr merkt, scheiße, ich weiß nicht, ob ich den vierten und fünften Satz noch pack, macht doch mal einfach eine Minute länger Pause. Ihr werdet sehen, dass ihr es vielleicht da noch schaffen könnt, weil es einfach so ist, dass eine Minute länger Pausezeit extremst viel Regeneration bringt, was ist extrem viel, so viel, dass ihr vielleicht nochmal eine Wiederholung mehr rausholen könnt. Und daran seht ihr, dass das Thema Pause extrem wichtig ist. Und auch da gibt es je nach Trainingsweise oder Trainingsziel wieder große Unterschiede. So, dann gibt es jetzt noch zwei weitere, und zwar die Trainingsgeschwindigkeit. Ich habe es schon mal vorher kurz angesprochen bei der Arbeitsweise der Muskulatur. Ihr könnt den Liegestütz explosiv raushauen oder ihr versucht Time Under Tension möglichst hoch zu halten und macht es vielleicht im Kopf, zählt einfach bis 3 und macht irgendwie 3 Sekunden oder sowas, die konzentrische Phase. Das ist eine weitere Stellschraube, mit der ihr variieren könnt, ob ihr eben eine langsam kontrollierte Ausführung macht oder eher möglichst explosiv und schnell. Und dann letzter Punkt ist die Trainingsfrequenz. Wie oft geht ihr jetzt wirklich in der Woche trainieren? Geht ihr 2-mal in der Woche trainieren oder geht ihr 6-mal in der Woche trainieren? Wie oft trainiert ihr die einzelne Muskulatur und so weiter? Extrem wichtiger Punkt natürlich. Auch sowas wie Overtraining kommt ja eben mit rein, da müsst ihr aufpassen. Wobei das auch nochmal ein anderes Thema ist. Grundsätzlich kann man sagen, vor allem für Anfänger, dass ihr mit 2-mal Training die Woche ungefähr 80-90% der Kraftsteigerungen erhalten werdet, wie Leute, die öfter trainieren. Das heißt, Anfänger, euch bringt es vielleicht noch gar nichts, wenn ihr 6-mal die Woche trainieren geht, weil ihr mit 3-mal in der Woche einfach fast die maximalen Gains machen könnt. Also natürlich, wenn ihr fortgeschritten seid, ist das nochmal eine andere Geschichte, aber speziell für Anfänger mit 2-3-mal die Woche könnt ihr schon richtig gute Ergebnisse machen. So, das waren jetzt die wichtigen 6 Stellschrauben. Ich habe die jetzt einfach mal erklärt und im nächsten Video fange ich jetzt an, das Ganze aufs Thema Muskelausdauer zu beziehen. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn euch das interessiert, lasst doch ein Like da und wir haben auch schon eine Trainings-Basic-Reihe gemacht, wo wir schon mal das Thema Trainingsplanung und so weiter angeschnitten haben. Das heißt, falls ihr es noch nicht kennt, schaut auf jeden Fall mal rein. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.